Warum sollte sie mir eigentlich helfen können? Mann, bist du blöd. Indem sie dich bei den Bullen entlastet und so. Würde sie nie machen. Seitdem sie vor ein paar Jahren mal einen hysterischen hatte und die Bullen sie einweisen lassen mussten, will sie mit denen nichts mehr zu tun haben. Das Beste, was mir hier passiert ist. Ich liebe dich so sehr. Norman, hör mal, du bist echt süß und so, aber... Ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Alle vergöttern dich. Du bist halt so unglaublich schön. Finden eh alle, aber davon kann ich mir auch nichts kaufen. Aber was hilft dir dann? Das verstehst du nicht. Niemand versteht es. Ich weiß ja nicht mal, ob ich es verstehe. Und zu diesem Hofleben gehören auch Mätressen. 5 hat Karl Eugen im Schnitt gleichzeitig, neben seiner Ehefrau. Und entsprechend viel hat Musiker Schubert zu tun, ihnen das Cembalo-Spielen beizubringen. Meine Damen, meine Herren, Franziska von Leutrum. Bravo! Franziska von Leutrum, geborene Bernardine. Der Herzog ist ihr ganz besonders zugetan. Sie ist verheiratet, aber für einen Herrscher von Gottes Gnaden ist das kein Hindernis. Ein absolutistischer Fürst hat eben absolute Macht. Voran, kommen Sie doch! Hier unterrichtet Schubert nun schon im 4. Jahr. Frau von Leutrum. Jetzt wieder von Bernardine. Ich bin bereits geschieden. Ja, ich vergaß. Der Herzog hat euch ja freigekauft. Wie viel wart ihr ihm denn wert? 5000 Gulden? 6000. Hübsches Sümmchen. Für so ein stattliches Frauenzimmer. Aber macht's euch denn gar nichts aus, dass auch Mädchen aus dem Volk für die Amoren des Herzogs herhalten müssen? Gleich einem Stutzer, balsamiert, ließ nun der Geißbock hochfrisiert sich meckernd allzu hören.
Nimm hin die Kunst zum Zeitvertreib. Der Witwe Kind, des armen Weib, hochfürstlich zu entehren. Mäh. So muss ich das anhören.